so, aber das macht Sie nicht glücklich. Schauen Sie mal, denken Sie doch mal drüber nach. Sie kaufen sich sonst eine Schokolade und essen sie und freuen sich drüber, sagen wir am Wochenende, oder auch zwei meinetwegen, so, und dann kaufen sich 10 oder 20. Na, da haben Sie keine Freude mehr dran. Das essen Sie auch bloß noch so nebenbei auch. So, und so geht's auch ein, wenn er so viel Häuser hat. Es sei denn, er legt das Immobilien an hier, Geld machen und so, so ist das ja im modernen Kapitalismus in der modernen Zeit. So, aber sonst, das begreifen sie auch gar nicht mehr, oder 10 Rolls-Royce oder ein ganzes Fuhrpark mit irgendwas, ne? Damit er jeden Tag ein anderes Auto fährt oder so. Na, das macht er doch bloß noch für Sie, weil er begreift das doch gar nicht. So, und da sie sowieso alle kein Hirn haben. Na, ich musste auch andauernd andere Autos fahren. Ich habe mich auch immer mal wieder verschalten. Na, das wird denen genauso gehen. Naja, jetzt haben sie alle Automatikgetriebe. Aber na, mir ging das früher auch so. Oder in, an einen Knopf gesucht, ne, für einen Lüfter oder so. Mann, dann ist man doch am liebsten in seinem Auto, ne? So, und der will dann 10 fahren und so. Na, da haben sie doch gar keinen Spaß dran. An sowas müssen sie einfach denken. Das fällt mir alles gar nicht so ein. Vor allen Dingen immer dran denken, wie haben die Sippen zusammengelebt in Urgesellschaft. Das war im Prinzip der Garten Eden. Und dahin wird die Menschheit wieder kommen. Oder sie wird es nicht überleben. Oder das ist ja so, weil der Mensch wirklich das intelligenteste Lebewesen ist auf diesem Planeten, hat die Natur sich hier ganz andere Mechanismen und Regeln ausgedacht. Und ich finde, die greifen schon. Er zerstört die Umwelt, er vergiftet sich schön selbst, er reist überall hin, schon sind ganz andere Krankheiten da, wo man ganz schnell die ganze Menschheit auslocken kann. Natürlich auch Teile der Tierwelt, weil das ist der Natur in dem Moment egal. Der Mensch könnte schon viel zu gefährlich geworden sein, weil er einfach hemmungslos mit seiner Gier und seinem Profitdenken loslegt und die Natur zerstört. Und die Natur wehrt sich. So, wir begreifen die Natur da noch gar nicht. Absolut nicht. Das Wissen ist alles nur am Anfang. So, und je mehr wir wussten, habe ich auch mal geschrieben, ne? Je mehr wir wussten, haben wir erst gemerkt, wie klein der Mensch ist und wie wenig er weiß. Weil das ist ja so, je mehr man weiß, je mehr Wissen man hat, je mehr Fragen hat man. Und je mehr Antworten bleiben offen. Das sollte jedem einleuchten. So, und es wird nie aufhören und es bleibt nie stehen. So, und wir können bloß glücklich sein, dass sie uns gar nicht verstanden haben. Die ganzen Jahre, weil sie uns gar nicht begriffen haben. Dadurch konnten sie uns gar nicht richtig einsetzen. Aber das ist eben das Schlimme. Sie lernen daraus und setzen unsere Kinder besser ein. So, aber so braucht da keiner Angst haben oder irgendwie neidisch sein oder so. Und wenn ich alles habe, dann habe ich alles. Und mehr kann ich da doch sowieso nicht machen. So, und meistens drehen sie doch dann sowieso nur durch. Nichts anderes. Genau. Also ich weiß nicht, ich kann das einfachste Beispiel sagen, okay, vielleicht am Wochenende mal irgendwo ein Bierchen trinken und so, vielleicht ist das die Normalität, aber immer nach der Arbeit in den Kneipen sitzen und so, wie das in der DDR üblich war, ne? Hier diese ganzen Genossen. Nach der Arbeit ging sie dann erstmal saufen. So nannte man das. Nichts anderes, nicht trinken oder so, einfach saufen. Und das war auch saufen. Das war auch saufen. Also wir waren dann war ich mit, ich weiß noch, ich war noch mit Holger Rosenthaler, das war ja mein Stasi-Freund, dann waren wir mal essen, beide. Hier und da war da hinten, war da eine extra Küche, eine Kneipe da, hier in Lüttenklein, wie hieß denn diese Bierstube noch? Hieß das auch Tschetschin? Im Tschetschin da, diese Bierstube. Und dann konnte man weiter durchgehen und dann war eine Küche und hier kannst du futtern wie beim Modell. Stand da drüber. So, und dann haben wir da was gegessen. So, und dann haben wir immer gehört, die Bierrechnung. Dann haben sie 10 halbe Liter gezogen. Und 15 halbe Liter. Das musst du uns nicht mal überlegen. So, und dann immer noch so einen kleinen dazu oder so. Das ist doch sagenhaft. Das ist doch wirklich nur Hirn vergiften, Hirn betäuben. Ja, und dann wollen sie nichts anderes. So, und das möchte ich auch mal anderen sagen, weil sie tun immer so gute alte DDR. Man hat sich da nur bekloppt. Also wenn irgendwo Disco war oder feiern oder so, na, irgendwie haben sich da immer aufgemischt. Da war immer was. Aber wir hatten immer Glück, ne? Na, wir waren ja auch gar nicht oft los, ne? Wir hatten eigentlich immer Glück, dass da nichts war, dass wir da irgendwas abbrechen müssen und so. Aber heute wissen wir waren gar nicht los und wenn wir los waren, haben sie aufgepasst, dass nichts passiert. Alle waren um uns rum und nur Show.
das wissen wir heute. Aber sonst garantiert, wenn man dann denkt, ja, das ist denn die entwickelte sozialistische Persönlichkeit. Nein, ist doch klar, wenn sie saufen, bis die Lichter ausgehen, oh, und die Frauen waren emanzipiert, die haben aber genauso mitgemacht. Nichts anderes, ne? Die sind aber hier ganz anders, die Frauen, ne? Das wollen wir auch mal sagen, ne? Da war alles leichter, ne? Da war auch alles leichter, einen Mann kennenzulernen und eine Frau, ne? Weil es war ja Sozialismus, ne? Und man hatte ja keinen Anspruch auf einen Ehepartner, hat so eine Scherzwunde gesagt. Ne? Man muss dem Ehepartner dann auch Freiheit lassen und so. Na, und Ingrid und Peter, die können davon aber erzählen. Deshalb, man braucht bloß bei den beiden anfangen und bei unserer Stasi-Verwandtschaft. So, und die haben da mit jedem schon gehuckelt und gemacht in der ganzen DDR. Da war ja die Grenze da, mehr konnten sie nicht. So, und dann hat man schon alle, ne? Jeder weiß von allen etwas. Man braucht bloß bei einem anfangen. Und dann werden sie aber schon plaudern wie die Plaudertasche. So, den Rest, das ist ganz wichtig, das muss man einsetzen bei denen, Hypnose. Ne? Damit sie nicht lügen, damit sie vernünftig die Wahrheit sagen. Ihren ganzen Blödsinn will man doch gar nicht wissen. Was interessiert mich, was die sonst noch gemacht haben, ne? Oder was die noch denken. Sie können doch gar nicht denken, ne, Nadine? Das geht doch nur um die Straftaten, nichts anderes. Deshalb, da sollten auch andere Staaten der freien Welt drüber nachdenken, dass man das machen kann. Da kann ja ein Richter dabei sein, Staatsanwalt, Anwälte von beiden Seiten. Und dann macht man das, ein Hypnotiseur. Das ist ganz einfach. Das tut keinen weh, ne? Weil nur so kriegt man doch alles raus, oder nicht? So, aber das schweifen wir wieder ab. So, und das sind doch jetzt alles so eine Sachen, darüber muss man mal nachdenken. Weil man lobt hier gute alte DDR, da war nichts. Da war nichts. Und wenn man dann in eine Disco ging und sagt, ich war sowieso kein Disco-Gänger oder so, weil die düsten dann sowieso noch vor. Weil ich wollte mal Spaß haben, mal tanzen, weil sie haben mich auch zur Tanzschule gezwungen. Das wollte ich dann immer ein bisschen als Leute weiß ich, dass ich mich total beeinflusst über Drogen unterstützt Hypnose und so. So, und dann wollten die mal was von mir, diese ganzen Frauen. Na, heute weiß ich, dass die total abgerichtet waren und dass die ja sollten. Weil die haben mich nicht in Ruhe gelassen. So, und ich wollte nur mal tanzen. So, mit Männern tanzen, das ist eben nicht Huse. Das ist eben nicht. Frauen tanzen zusammen und Männer nicht. Ne? Das ist auch wieder komisch, ne? Weil ich wollte einfach nur tanzen und habe mich auf die Musik gefreut, weil ich die nicht hatte. Oder dann war manchmal eine Band, wo ich mich auch drüber gefreut. Ja, ich mochte auch Beat und Rock. Ne? So, und ja. Dann komme ich schon wieder zu weit.